gleich angekommen am Hupfensee. Genau. Im Moment fahren wir hier Richtung Füssen am Foggensee vorbei. Sehr schöne Gegend. Und gleich kann man, wenn wir ums Eck gefahren sind, weiß ich, weil wir hier schon mal waren, kann man gleich schon auf das Schloss gucken. Ach, guck mal raus da. In diesem Video möchten wir euch den 5-Sterne-Campingplatz Hopfensee in Hopfen am See vorstellen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und weiterschaut. Echt Top-Wetter. Wenn es so bleibt, können wir zufrieden sein für den Herbst. Außer 18 Grad. 18 Grad. Ihr seht hier vor dem Campingplatz einen öffentlichen Parkplatz. Wenn ihr über den rüberfahrt, geht es dann links ab zur Anfahrt auf den Campingplatz. So, da sind wir. Da können wir uns in die Schlange stellen mit den vielen anderen, die sich gerade anmelden. Ja, ich komme da aber nicht hinten mehr dran. Dann bleiben musst du hier stehen. Hier. Ja, hier seht ihr den Pavillon, wo ihr morgens eure Brötchen bekommt und auch sonstige Kleinigkeiten, die ihr vielleicht vergessen habt. Direkt gegenüber befindet sich dann das große Kinderspielhaus mit Indoor-Spielplatz und vorgelagert der Bolzplatz. Abwasser kann hier abgelassen werden. Frischwasser bekommt man hier auch. Alles sehr sauber und ordentlich. Hier seht ihr den Eingang zur Rezeption. Tante Paula, das Restaurant am Platz. Geöffnet nachmittags mit Kaffee und Kuchen und abends in dem schönen Restaurant würden wir die Pizza empfehlen. Ja, hier seht ihr den Innenhof des großzügigen Sanitärbereichs mit verschiedenen Eingangstüren, ja, zum Damen- und Herrentoilette, zum Kinderbad und zu den Spülräumen. Im Obergeschoss befindet sich das Schwimmbad und der angeschlossene Wellnessbereich. Ja, die erste Tür führt uns in den Bereich, wo ihr eure Kleidung waschen könnt. Hier findet ihr Waschmaschinen, Trockner und Bügelbrett. Marken gibt es an der Rezeption. Direkt daneben befindet sich der Eingang für die Kinder zur Bastelstube. Die Sanitäranlagen sind sehr großzügig und sauber. Toilette und Waschbecken sind voneinander getrennt und für die Dusche gibt es einen eigenen Barfußbereich.
Bei unserem Besuch war immer alles sehr sauber. Für die Kinder gibt es einen speziellen Bereich, die Kinderduschen und Waschhäuser. Sehr schön eingerichtet, alles ein bisschen kleiner. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euer Geschirr sauber zu machen. Es gibt zwei Räumlichkeiten dafür, sodass immer genügend Platz ist. Sogar eine Spülmaschine ist vorhanden. Hier seht ihr den Wickelraum. Und wenn ihr den Gang in diesem Haus entlang geht, seht ihr gleich auf der linken Seite die Informationstafeln, weil dieser Campingplatz natürlich auch eine Menge Angebote hat. Und hier geht es zum Trockenraum. Hier könnt ihr eure nassen Sachen vom Schwimmbad oder im Winter eure Skisachen aufbewahren und trocknen lassen. Natürlich ist auch für die Entsorgung eurer Chemietoilette gesorgt. Rechts davon manuell. Nun links könnt ihr eure Kassettentoilette in den vorhandenen Automaten einstellen. Und auch eurem Hund könnt ihr eine Wellnessdusche gönnen. Weiter geht's nun zu unserem Platz. Die Parzellen sind teilweise durch Hecken getrennt. Unsere hatte dies jetzt nicht, aber sie war trotzdem sehr großzügig. Ja, wie ihr sehen könnt, der Campingplatz hat einen direkten Seezugang. Ein kleiner Weg und schon seid ihr am See. Wenn ihr bei unserem nächsten Erlebnis wieder dabei sein wollt, so abonniert doch unseren Kanal. Kostet wie immer nichts und so verpasst ihr keines unserer Videos. Und wenn euch unser Video gefallen hat, so freuen wir uns auch auf einen Daumen nach oben. 5 Sterne Camping Hopfensee. Ein Erlebnis. Wir kommen wieder. Nancy und Joe von TI Tour sitzen am Reifen.